verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. Die Außenminister der vier Siegermächte und der beiden deutschen Staaten rechnen mit einem Abschluss der Verhandlungen über die äußeren Aspekte der deutschen Einigung bis November. Das gaben sie nach ihrem Treffen in Ost-Berlin vor der Presse bekannt. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze hatte bei der Tagung einen schrittweisen Rückzug der Siegermächte aus einem vereinten Deutschland und Obergrenzen der künftigen deutschen Streitkräfte vorgeschlagen. Außerdem sprach er sich für eine 5-jährige Übergangsperiode bei der Bündnisfrage aus. Die Vertreter der Westmächte und Bundesaußenminister Genscher lehnten diesen Plan ab. Sie bestanden auf sofortiger, voller Souveränität für das vereinte Deutschland. Der Berliner Checkpoint Charlie, eines der bekanntesten Symbole des Kalten Krieges, existiert nicht mehr. Das Wachhäuschen an dem Grenzkontrollpunkt der Alliierten wurde in einer feierlichen Zeremonie abgebaut. Es soll nun in ein Museum in die USA gebracht werden. Der Bundesrat hat den Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der DDR verabschiedet. Er kann jetzt, wie vorgesehen, zum 1. Juli in Kraft treten. Die SPD-Länder Niedersachsen und das Saarland stimmten gegen das Abkommen. Zum 1. Juli übernimmt die DDR das Steuerrecht der Bundesrepublik. Die Volkskammer verabschiedete 18 Steuergesetze, unter anderem über die Mehrwertsteuer und die Lohn- und Einkommensteuer. Die Abgeordneten beschlossen außerdem, die Preise zum 1. Juli freizugeben. Ausgenommen sind zunächst Mieten, Strom, Wasser, Gas und Kohle. Bundeskanzler Kohl und der französische Präsident Mitterrand haben die westlichen Industrienationen eindringlich zur Hilfe für die Sowjetunion aufgerufen. Nach einem Treffen in Assmannshausen im Rheingau erklärten beide, man habe nicht mehr viel Zeit. Sie wandten sich dagegen, die Hilfe für Moskau mit Bedingungen zu verknüpfen, wie das die amerikanische Regierung gefordert hatte. Die Bundesbürgschaft für den 5-Milliarden-Kredit an die Sowjetunion ist vom Haushaltsausschuss des Bundestages gebilligt worden. Der Kredit muss innerhalb von 12 Jahren zurückgezahlt werden und ist nicht an bestimmte Zwecke gebunden. Hamburgs erster Bürgermeister Foscherau ist am Abend auf dem außerordentlichen Landesparteitag der Hamburger Sozialdemokraten zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahlen im kommenden Jahr gewählt worden. Der Parteitag wird heute mit der Wahl der Kandidaten für die SPD-Landesliste zu den kommenden Bundestagswahlen fortgesetzt. Die Angaben über die Zahl der Opfer des Erdbebens in Iran steigen ständig. Der Pressedienst der Vereinten Nationen spricht jetzt von etwa 40.000 Toten und mehr als 100.000 Verletzten. Die Europäische Gemeinschaft hat ihre Erdbebenhilfe für den Iran auf 4 Millionen Mark verdoppelt. Die Wetteraussichten. Wechselnd wolkig und vor allem im Norden Regenschauer, vereinzelt Gewitter. Auch am Alpenrand allmählich freundlicher. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Soweit die Meldungen der Heute-Redaktion. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.